Danke fürs Zuschauen. Wenn Sie sich wohlfühlen, melden Sie sich für einen Kanal an, um 5000 Abonnements zu erhalten. FCN verliert deutlich gegen den HSV, nach dem Auftaktsieg bei Dynamo Dresden am ersten Spieltag der Zweitligasaison kehrte die Euphorie ins Frankenland zurück. 3 Punkte entführten die Nürnberger aus dem Rudolf-Harbig-Stadion. Diesen frischen Wind wollte der FCN mit in die Partie gegen den Hamburger SV nehmen, doch daraus wurde nicht. 0:4 hieß es nach 90 Minuten. Der HSV zeigte am Montagabend bei Flutlicht im Max-Morlock-Stadion ein anderes Gesicht als noch vergangene Woche gegen den SV Darmstadt 98. Am ersten Spieltag war ein Elfmeter von Aaron Hunt in der 98. Minute nötig, um sich einen Punkt zu sichern. HSV-Trainer Dieter Hecking, der eine Nürnberger Vergangenheit hat, traf vor dem Spiel wohl den richtigen Nerv, denn die Hamburger bewiesen an diesem Abend die nötige mentale Klarheit und den unbedingten Siegeswillen, was den fast 45.000 Zuschauer sahen das Topspiel des zweiten Spieltags. Der erste Treffer für die norddeutschen Rothosen fiel bereits in der 12. Minute. Jeremy Dajic hieß der Torschütze. Er vollendete die Vorlage des Ex-Nürnbergers Tim Leibold gekonnt. Klubtorhüter Martinier blieb dabei chancenlos. In der Folge zeigte der FCN eine Reaktion, es entwickelte sich ein Spiel mit vielen Zweikämpfen. Gerade als sich Nürnberg zu stabilisieren wähnte, sorgte HSV-Neuzugang Sonny Kittel für die neue Nummer 10. Der Hamburger zirkelte den Ball über 3 HSV-Spieler, die sich geschickt an Nürnbergs Mauerweg duckten, hinweg in die Maschen. Im Vergleich zum ersten Gegentor trug Nürnbergs Torhüter Martinier in diesem Fall eine Mitschuld. Chancenlosigkeit, den Ball zu parieren, kann man ihm nicht attestieren, da er sehr darauf spekulierte, dass Kittel den Ball direkt über die Mauer schießen würde. Im Endeffekt fehlte ihm ein guter Meter, um Damir Kennedy reagierte früh und wechselte noch vor der Halbzeit. Stoßstürmer Michael Leschek ersetzte Mittelfeldspieler Lukas Jäger bereits in der 37. Minute. Die Nürnberger stellten auf ein 4-4-2-System um. Mit 0:2 ging es zum Pausentee. Die Halbzeitansprache von Kennedy schien zu fruchten, denn der FCN kam mit mächtig Dampf aus den Katakomben. Neuzugang Jurij Madieros verfehlte das Hamburger Tor mit seinem Schlenzel. 53. Minute, am knappesten einer von vielen Nürnberger Versuchen an diesem Abend, der einen Tick zu ungenau war. Auch Dovidans Versuch, 63, die Entscheidung dann durch einen ehemaligen Fürther, Khaled Nari, erst 7 Minuten auf dem Platz, veredelte einen Konter zum 0:3. Sein Fernschuss schlug links unten ein. In der Folge war das Topspiel des zweiten Spieltags entschieden. Das 0:4 für Hamburg durch ein Eigentor von Tim Handwerker passte schlussendlich in das Bild eines gebrauchten Abends des 1. FC. Circa 4000 Auswärtsfans feierten die ersten 3 Punkte für den HSV in dieser Spielzeit. Den Heimfans blieb nur der Nachhauseweg nach einem enttäuschenden Heimspiel anzutreten.